Die Bibel sagt uns in Lukas 12, Vers 6, dass nicht ein Spatz bei Gott vergessen ist. Ab Vers 22 ist dann zu lesen, dass wir uns nicht sorgen sollen. Nicht darum, was wir essen werden, noch um den Leib, was wir anziehen werden. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Achtet auf die Raben. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln weder Vorrats. Sie haben weder Vorratskammern noch Scheune. Gott ernährt sie. Ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch vermag mit seinen Sorgen seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzuzufügen? Wenn ihr also nicht einmal das Mindeste vermögt, was sorgt ihr euch dann um das Übrige? Das war jetzt Lukas 12, 22 bis 26 aus der Zürcher Bibelübersetzung. Heute Morgen war das Thema innehalten, hören, zuhören, genau hinschauen. Auf meine Mini-Runde. Durch den Hinterhof, wo ich vielleicht unbewusst dachte, ich bin sehr alleine. Kam plötzlich ein Eichhörnchen vom Baum runter und das hat mich nicht bemerkt. Ich konnte es eine kleine Weile beobachten, bis jemand kam und es dann wieder den Baum hochsprang. Dann sah ich eine Amsel. Und ich möchte euch erzählen, was ich den Eindruck hatte, was Gott durch die Amsel sagte. Genau die Bibelstelle, die ich vorlas. Hey, wir sammeln einfach gerade das, was heute aktuell ist, was wir in den Schnabel kriegen. Wir nutzen die Dinge, die gegeben sind. Wir brauchen keine Krankenkasse. Bei uns ist Sterben noch legal und kostet nicht viel Geld. Wir haben Frieden, wir sind frei, wir können fliegen, wir können uns ab wenigem freuen, wir können jubilieren, selbst wenn äußere Umstände nicht gut sind. Dann kam ein anderer Vogel, den kenne ich leider nicht, so ein bisschen, so groß wie eine Amsel, aber so eher grau, der saß auf einem Schild. Da kam eine junge Frau aus dem Keller rauf. Sie lief an dem Schild vorbei. Sie hat den Vogel nicht bemerkt. Sie war so fokussiert auf ihren Alltag, auf ihre To-Dos, von Müll entsorgen, Auto gehen, arbeiten gehen. Ganz klar, nicht jeder kann nicht arbeiten. Die Bibel sagt auch, dass wir arbeiten sollen und nicht faul sein sollen, dass wir von der Ameise lernen. Aber wir sind immer wie mehr getrieben. Alles ist so schnelllebig, kurzlebig und es muss schon gestern sein. Geduld wird immer wie mehr zum Fremdwort. Das merke ich auch bei mir selbst. Heute Morgen, wo ich so geschwächt aufgewacht bin, merkte ich, dass ich ein Riesenthema habe mit dem Geist der Selbstbeherrschung. Geduld, obwohl das ja eine Frucht des Geistes ist und nur abgerufen werden muss. Wir können nicht nur Geduld haben, wenn alles stimmt und die Umstände passen. Ich interpretierte dann den grauen Vogel so als traurig. Siehst du, ich saß auf dem Schild. Die Frau hat mich nicht beachtet, ich war für sie nichts wert. Sie hat nicht das Schöne gesehen, was gleich in ihrer Nähe ist. Ihr Blick ist schon in die Weite geschweift. Ja, das hat mich alles sehr berührt, auch heute Morgen einfach. Ich meine, ich kannte auch diesen Hinterhof, aber ich bin jetzt da nie so Gebetsrunden spazieren gegangen. Dann habe ich noch an einem Schild gehalten, wo ich heute an
der Mastzaun, das Schild drauf steht, dass jemand ein Herzkleber hingeklebt hat. Ich weiß nicht, gestern ist mir das noch nicht aufgefallen. So kleine Dinge, die wir einfach verpassen, die Details, die kleinen Sachen. Gott ist auch im Großen, aber Gott ist ein Gott des Details. Weißt du, wir müssen diesen Stock des Treibers zerbrechen. Das ist Satans Plan, dass wir getrieben sind, dass wir viele Krankenkassenprämien bezahlen. In der Schweiz ist es noch teurer. Da musst du fast arbeiten, um es bezahlen zu können. Und du brauchst die Krankenkasse, weil du arbeitest, du wieder krank wirst. Es ist nicht mehr ein Gesundheitssystem. Das ist ein Krankensystem, das an unseren Krankheiten verdient. Jetzt möchte ich dir einfach noch einen Segen zusprechen, den eine liebe Freundin, das Vreni aus der Schweiz, mir heute schickte. Vielleicht öffnest du die Hände zum Empfangen. Geh mit Gottes Segen. Erhalte schützend seine Hand über dir. Bewahre deine Gesundheit und dein Leben und öffne dir Augen und Ohren für die Wunder der Welt. Er schenke dir Zeit zu verweilen, wo es deine Seele braucht. Und er schenke dir Muße zu schauen, was deinen Augen wohltut und Gott wohlgefällt. Er schenke dir Brücken, wo der Weg zu Ende scheint und Menschen, die dir im Frieden Herberge gewähren. Der Herr segne, die dich begleiten und dir begegnen. Erhalte Streit und Übles von dir fern. Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit und deine Füße stark. Der Herr bewahre dich und uns in Jesu Christi Namen. Amen. Ich wünsche dir Momente des Innehaltens, egal wie die äußeren Umstände sind. Ich wünsche dir Momente des Fokussierens auf das, was wirklich zählt. Jesus sagt uns in Matthäus 6,33, dass wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, so wird uns alles andere zufallen. Kümmert sich um unsere Bedürfnisse, nicht um unsere Begierden. Und da ich heute Abend mein Handy ausmache zur Schabbatruhe, nicht weil ich unter dem Gesetz bin, ich bin ja unter der Gnade, aber so eine Auszeit, wo man sich erlaubt, nicht online zu sein, das ist der neue Luxus, tut ganz, ganz gut. Und weißt du was? Ich verpasse nichts. Ich kann höchstens im Lärm dieser Welt Gott verpassen. Lass uns doch heute alle Sendekanäle ausstellen und den Sender Jesus ganz laut stellen. Ganz laut stellen, ganz laut stellen. Das wünsche ich dir. Tschüss.